Hallo und herzlich willkommen zur Runde 3 im Flügel Nummer 3 in Naxxramas. Und wir haben die nächsten 4 Gegner gegen uns. Die 4 Reiter sind die mächtigsten unter den Todesrittern. Das sollte unterhaltsam werden. Denke ich auch, dass es unterhaltsam wird, denn ich habe uns dafür ein kleines nettes Deck gebastelt namens 4 Reiter und ein Todeswall. Ein Priesterdeck mit ein paar schönen Fähigkeiten, aber die zeige ich euch jetzt gleich neben dem Spiel. Ja, das wissen wir ja, dass die kommen jetzt. So, also, es ist sehr, sehr stark auf Tanks ausgelegt, es ist sehr, sehr stark auf Waffenkrieger ausgelegt. Deswegen nehmen wir Schattenwort Tod und den Manipulator einfach mal raus. Den Tank lasse ich mal drin, vielleicht kriegt man. Und wir haben gerade Glück, weil wir haben hier auch Schattenwort Schmerz schon reinbekommen. Und unten den Us dann, wenn er eine Waffe oder seine eigene Waffe sich hochgebufft hat. Und wir haben mega Glück, denn ja, wir bekommen auch gleich noch das zweite Schattenwort Schmerz hinterher. Womit wir jetzt natürlich gleich zwei Krieger direkt hier oder zwei Reiter direkt wegmachen könnten. Und das zeige ich euch gleich mal. Der erste ist weg. Und damit ist das Ganze schon mal ein bisschen entspannter geworden. Das Geheimnis, das ihr oben hat, das wird wahrscheinlich dieses Buße-Geheimnis sein. Das Typ, den wir legen, halt eben dann nur mit einem dran liegt. Und wir bekommen jetzt schon mal 6 Schaden rein. Aber das ist okay. Weil wir können jetzt in dieser Runde einfach direkt auch nochmal das zweite Schattenwort Schmerz spielen. Brauchen hinterher noch unsere... Ja, genau, da ist Buße, so wie ich es gesagt habe. Und, aber macht ja nichts, sie kann ja trotzdem noch halt eben Karten ziehen, wenn wir ein Problem haben. Okay, kann sie nicht mehr, er macht uns das Leben ein bisschen schwieriger. Aber ist immer noch recht entspannt. So, weil er nur noch 4 Schaden macht aktuell. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen tanken. Wir haben nur noch 14 Leben. Aber sieht noch sehr, sehr gut aus. Er will den auf jeden Fall weghaben. Spielt einmal Frosty. Er geht selber drauf. Und wir bekommen 2 ins Gesicht. Aber das Deck ist halt eben drauf ausgelegt, dass es sehr, sehr viele Tanks auch mit drin hat, die eigentlich das aushalten sollten. Also er soll's... Ja gut, so hält es natürlich nicht aus. Gleiches Spiel wieder. Na, doch nicht. Ich hab gedacht... Ach, er hat keine Waffe mehr angelegt. Okay. Das ist natürlich ein Vorteil, absolut. Weil damit können wir jetzt natürlich hier... Wir könnten auch die Stille machen. Dann wäre der Gegner oben direkt angreifbar. Wäre natürlich sehr gemein. Aber wir... Nehmen wir ihn rein. Das werden wir jetzt. Ja. Okay, er hat sich seine Zweierwaffe, hat ein Geheimnis wieder reingelegt. Und geht uns direkt ins Gesicht. Und der andere geht auch direkt ins Gesicht. Und damit können wir mit ihm jetzt den zweiten Gegner hier direkt wegnehmen. Nämlich wir gehen hier direkt in Angriff. Sieht gut aus. Spielen den Us, damit oben die 8 Zweierwaffe nicht da ist. Zack, da ist er weg. Und spielen noch den Manipulator, um uns unseren 4-4er dann auch noch ein bisschen zum Garnieren. Da haben wir es. Und jetzt schauen wir, spielt er eine Waffe oder was macht er? Er spielt keine Waffe, er spielt ein zweites Geheimnis, macht noch einen Blutsauger auf unseren Us. Und ja, wir können wunderbare 8 Schaden spielen. Und uns noch selber heilen, falls ihr noch mal eine Waffe spielt. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Und ja, sieht gut aus. So, nächstes. Er spielt seine Heldenfähigkeit, scheint aber keine Karten richtig zu bekommen. Und das war's. Wir haben hier einmal 5 Schaden ins Gesicht. Plus zusätzlich die 4. Also wir hätten es auf jeden Fall geschafft. Und ihr seht, also, Baron Totenschwur. Das ist schlimm. Ist eigentlich sehr, sehr leicht. Ja, und du bist der Nächste, der dran ist. Ja, die Four Horsemen sind auch weg. Und ihr seht, ist recht leichter Gegner auf Heroisch. Ja, wenn euch die anderen Videos noch interessieren, könnt ihr sie gerne noch anschauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche zu den nächsten 3 Gegnern. Oder, ja... gleich in einem der anderen Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt einen Like, gebt ein Abo und wir sehen uns. Bis dann!
Hearthstone! Heroes of Warcraft! Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.